Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Nie Automata. Und ach, ich musste einfach gerade nochmal kurz die Fresse halten, weil die Musik so schön ist. Nein, es ist noch nicht da. Dafür müssen wir erst mit den beiden reden, danach können wir nach ihm suchen. Und wir haben ziemlich... ziemlich coolen Bosskampf vor uns. What's up? I'm looking for something called a dynamic scanner that can detect black box signals. A dynamic? Oh, you must mean the one the twins built. I think they're just back from an expedition, actually. You should see some red-haired androids over there. Try talking to them. 2B, those twins, they... Yes? Actually, never mind. Na gut, dann sag es uns halt nicht. What do you want? Easy, Devila. There's no need to be so confrontational. And you don't have to trust every idiot that wanders by. I'm sorry about that. Can we help you? Ja, ich brauche einen Scanner. I need a scanner that can detect faint black box signals. Ah, yeah. I was tinkering with something like that a little while back. Here, if you want it, it's all yours. That chip should help with your search. Once you install it, it can detect black box signals, quest objects, all manner of things. You'll hear a sound whenever it finds something. And if it ever bugs you too much, you can always pop it back out. Let us know if there's anything else you need from us, okay? And don't think this makes us friends. Oh, Devila. Ja, danke. Ich hätte den Scanner zwar schon die ganze Zeit, aber na gut. Ach, Moment. Mal gucken, wie weit wir die Waffe hier updaten können. Upgrade. Da. Ach, das haben wir schon abgegradet. Okay. Ist schon eine Weile her. Jetzt müssen wir das Dorf verlassen, damit die nächste Quest beginnt. I picked up a response on the scanner. Angeln beginnen? Bist du bescheuert? Mach einen Abgang, Alter. So, was ist hier für ein Scanner-Kram? This might be useful. Search target 9S was caught in a large explosion over the water. Proposal. The search for 9S should commence in the flooded region. Got it. Dann gehen wir da mal hin. It's fun. You're oddly chatty today. Affirmative. As a support unit, I am capable of engaging in conversation as necessary. Proposal. 2B should initiate conversation more frequently. Proposal denied. Ach, 2B, nun sei doch nicht so. Wo ist das verdammte Rohr, wo ich nochmal rein muss? Verdammt, bin ich gerade daneben gesprungen? Shit. Das war da oben. Nee, war es nicht. Hey. Da oben? Ach, hier. Oh Mann, ey. Rein da! Irgendwo hier ist auch der Eingang zu Emils Haus gewesen. Ja, sie kann surfen, stimmt. Was für lustige kleine Details dieses Spiel doch hat. Wahnsinn, ey. Hopp, das war meine Abzweigung. Keine Paare hier, die Geld brauchen, die fliehen wollen, die umprogrammiert werden möchten, hoffentlich. Endlich Ruhe, ja? Verbeulte Platte. Ich glaube, die brauche ich, ne? Irgendwas war doch mit dem. Komm, ich mach das manuell. Dann streut das nicht so. Vielleicht habt ihr, wenn ihr Alarmierungen oder Benachrichtigungen aktiv habt auf meinem Channel, Mitte der Woche Nachrichten gekriegt, dass ich einen Stream gestartet habe. Tut mir leid dafür, dass alles technische Tests und... Er hat das nicht übernommen, dass das privat sein soll. Die Streams waren noch auf öffentlich gestellt. Und dann wird immer eine E-Mail verschickt.
unter der Woche ist es ja eher unwahrscheinlich, dass ein Stream kommt, ne? Komm, mach einen Abgang, Alter. Weg. Sonst noch jemand, der Stress will? Gut, dann schalte ich jetzt wieder auf den anderen Scanner um. In welche Richtung soll ich denn? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas hier? Ah, hier. Life functions operational. Pod, employ a check module and a logic virus vaccine. I've contacted the bunker. They should be here soon. Thank you. We are currently searching for a missing Yorhai unit, designation 9S. Should you possess any information on the subject, please disclose it at once. Please, anything will help. 9S, that's that kid who was with you, right? I saw him, all right. That explosion sent him flying. Which direction? Hard to say. I'll take my best guess at a landing spot and transfer the data to you. Thank you. You should stay here until the rescue team arrives. Target location data obtained. Marking on map. So, dann können wir jetzt wieder zurückgehen, von wo wir hergekommen sind. Naja, immerhin haben wir ja einer Yorha-Soldatin das Leben gerettet. Ah, du liegst hier immer noch? Okay. Ja, die Hilfe kommt bestimmt irgendwann. Bald. Du liegst ja auch noch, okay. Tschüss, Mädels. Sorry, keine Zeit. Ich muss mein Boy retten. Klein 9S. Stellt euch mal für einen Schock ein, der gleich kommt. Meint das ernst? Wo war ich eigentlich gerade? Achso, ja. Technische Streaming-Tests für wenn ich mal wieder am Wochenende ein bisschen streamen kann. Blödes YouTube hat es nicht übernommen. Privateinstellungen. Na gut. Shit happens. Gibt Schlimmeres? Klick, 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 klick. Ich sollte gleich mal speichern. Ich hoffe, ich kann das da unten tun. Denn wir haben gleich die Gelegenheit, wieder so ein alternatives Ende von dem Spiel freizuschalten. Na komm, beschleunige, Mädchen. Ich wünschte, ich könnte mit Tastenkürzungen zwischen Chips hin und her schalten. Hätte ich mir schon längst einen Reiseslot gebaut mit Bewegungsgeschwindigkeit. So, bitte Verzeihung, ich muss da durch, ich muss da vorbei, vielen Dank. 9S should have landed around here. Alert. Faint black box signal detected. The transmission seems to be coming from an underground cave network. Ist das so, ja? Dann speichere ich mal am besten. So, 9S. Ich komm, Digga. Aus dem Weg, ihr Affen. Irgendwo kann man hier gleich rechts abbiegen. No black box signals detected. Would 9S have made it this far inside? Alert. Possible enemy ambush ahead. Don't care. Natürlich kann er nicht von alleine hier reingekommen sein, 2B. Bist du irgendwie doof heute? Hast du Schaden gekriegt durch die Explosion, Mädchen? Mädchen. Ein Glück bedeckt das Schwert dein Hintern. Aber nicht, wenn wir seitlich gehen. Tada! Cutscene. Nachgebaute Stadt. Steht da. Ich habe es einfach nur mal laut vorgelesen. Für die, die nicht lesen können. Oh, eine seltene Ansicht von 2B, wie wir sie wirklich haben. This area is composed of crystallized silicon and carbon. Further details unknown. Who built it? Unknown. Unknown. War hier noch was? Ich glaube nicht. Wer auch immer es gebaut hat, er war nicht schlecht bei der Sache, muss man ja einfach mal sagen.
Leider wird auch dieser Kampf extrem schnell vorbei sein. Das lässt sich nicht ändern. Ich verstehe nicht, warum die das Level nicht angepasst haben. Mach doch nicht die Beine so breit, Mädchen. Das geht doch gar nicht. So, was haben wir denn hier eigentlich nochmal gehabt? Blut! Scheiße, wofür sammle ich das denn ein? Oh, Moment, kann ich hier speichern? Schade, ich dachte... Na? Nee. Auf der Minimap kann man so dieses leichte Kräuseln sehen. Ich dachte, das wäre der Speicherbereich. Huch! Kamera, darf ich wieder die Kontrolle haben? Links, rechts, Dinger? Ja, doch. Jetzt habe ich sie wieder. Warum sammle ich das ein? Das hat keinen Sinn. Das wird eh gleich alles wieder weg sein. So, freu dich auf die Cutscene. It is unlikely the Yokai units came this far on their own. Hypothesis. The enemy must have placed them here deliberately. Wieder eine Truhe, die nur mit 9S geöffnet werden kann. Man muss also mit 9S hierher kommen. Darf man nicht vergessen, dass hier eine ist. Merkt euch das, wenn ihr spielt. Und ihr solltet es spielen, dass ihr nochmal herkommt. So, maximale Geschwindigkeit. War jetzt nichts Tolles dabei, immer nur so Heilung. Brauche ich das gleich nicht nochmal aufheben. Welcome to my beloved city. I, or we, machine life forms, I suppose, have a keen interest in humanity, love, family, religion, war. The more human records I unearth, the more charmed I am by their complexity. This city is one of many areas I created out of a desire to understand, to know humans. It's grand, don't you think? Almost spiritual. And yet it's currently nothing more than an android graveyard. I seek to learn and adopt all facets of humanity. Some desire love, others family. Only then did I realize the truth. The core of humanity is conflict. They fight, steal, kill. This is humanity in its purest form. You know nothing about humanity. Have I offended you, little android? Did I speak ill of your beloved humans? The truth can be so painful. I strive to attain nothing less than the essence of humanity itself. We machines exist in a connected network. We are immortal, invincible. And yet, within all those infinite bits of data, there exists not even the merest flicker of being, of life. Death, even the concept of death, has no meaning to us. Bist du jetzt fertig mit Reden, mein Freund? Thus I decided that I shall risk my life in battle. I have severed my connection to the network. Now, let us embrace death. Ach Adam, du armes, verwirrtes Kind. Ernsthaft, ich habe großes Mitleid mit ihm. Nicht, weil er sich jetzt mit mir anlegt gerade und ich gleich mit ihm komplett den Boden wischen werde, sondern einfach... Er ist erst vor kurzem auf die Welt gekommen, wisst ihr? Und er versucht gerade ein bisschen die Welt zu verstehen und hat einfach... Ja, und man könnte auch sagen, er ist echt mit dem falschen Fuß aufgestanden. Hat hyperintelligent, aber super, super, super jung. Und das führt halt dazu, dass man eben Sachen missversteht. Ein Schicksal, das viele Maschinen teilen.
Und Adam ist eben einer davon. Und sobald meine Steuerung auch wieder mitmacht, bringe ich ihn langsam um. Ich wollte einfach nur kurz darüber reden, dass ich, also, ich empfinde keinen Hass für Adam. B2 wahrscheinlich, ja. Aber ich persönlich nicht. Ich glaube, er hätte eine zweite Chance verdient. Mit etwas Guidance oder einfach mit anderen Lektüren, die er hätte über die Menschheit lesen sollen. Gut, Adam. Hey, du Kleiner, steckst ja ganz schön ein, wa? Irgendwie ist meine Steuerung noch nicht wieder da. Nee, irgendwie noch nicht so wirklich richtig. Nee, das stimmt irgendwas nicht. Natürlich genießt er das. Das ist das erste Mal, dass er wahrscheinlich sowas wie Euphorie, Gefühl, Angst, Freude empfindet. Nein, es! Adam, was soll diese sinnbildliche Darstellung? I prepared this just for you. I mean, after all. We all need something to fight for, don't we? You son of a... I'll kill you! Yes! That's it. That's the feeling. Pure hate! Oh boy, Adam. Oh man. To me! Hab ich dich platt gemacht damals. Alter Schwede, selbst als ich noch unterlevelt war, habe ich mit ihm den Boden gewischt. Und jetzt bin ich einfach mal doppelt so hoch wie du, Adam. Alter, die Steuerung reagiert irgendwie nicht so komplett. Ja, schade, dass das so schnell vorbei ist. Der Kampf ist echt schön gewesen. Armer Adam. Ist das Death? Und zu die macht echt keine Gefangenen, ne? Flotsch. So dark. So cool. Oh Mann, ich wünschte, ich könnte euch den echten Kampf zeigen gegen ihn. Es sieht so flashy aus. Sieht so scharf aus. Nein, S, wer hat dich denn runtergeholt? Tschüss, 9S. Hätt's nicht so eine Nervensäge sein sollen, 9S. Ich war's nicht. Ich hab nichts getan. Tschüssi! Das Spiel gilt jetzt als gescheitert. Nein, es wartete mehrere Jahrzehnte auf 2Bs Rückkehr, doch sie wurde nie wieder gesehen. No Eye in Team. Ach komm, nein, es. Kleine Weichflöte. Wenn du jahrzehntelang warten kannst, hättest du auch mal rüberkriechen können zum Ausgang. Ein Finger hast du ja wohl noch bewegen können, oder was? Naja. Ich habe viel mehr Mitleid mit Adam, das arme Tier, das arme Ding. Menschen haben eine Kindheit, aus der sie von anderen lernen können. Durch Zuschauen, Beobachten. Ja Mann, was ist denn hier los mit der Steuerung, S? Das hatte Adam alles nicht. Hyperintelligent auf die Welt gekommen. Geboren von Maschinen. Ich glaube, er hatte kaum eine andere Chance, als so zu werden, wie er ist. Would 9S have made it this far inside? Alert. Possible enemy ambush ahead. Don't care.
Komm, das überspringen wir jetzt einfach. Klick. Den ganzen Schmuh brauche ich, glaube ich, nicht aufzuheben. Das war ja nur Heilkram. Allerdings weiß ich nicht mehr, was hier lag. Große Erholung. Achso, na gut. Ja, die ist auch relativ viel Kohle wert. Warum nicht? Nehmen wir sie halt mit. Die ist mir aufgefallen. Was ist denn an der so komisch? Die Haare, stimmt, die Haare. Die Haare von ihr, sie ist die erste, glaube ich, die ich mit solchen Haaren sehe. Die so sind wie die von 2B. Ich meine, 2B ist kein unikales Modell, aber man sieht hier wenig 2Bs herumlaufen, ne? Der Rock sieht genauso aus wie der von 2B. Hm. Ich wünschte, ich wüsste, was mit der Steuerung ist. Wartet mal bitte eine Sekunde. Ja, das Ganze ist semi-live. Vielleicht ist es auch einfach nur der Akku. Ich habe jetzt einfach mal Strom angeschlossen. Ach, armes Adams. Armes Adams. Das Spiel neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende zu. I or we machine life forms, I suppose. Have a keen interest in humanity. Komm doch mal ein Stückchen näher, damit ich dir den Kopf abhacken kann. Religion. War. The more human records I unearth, the more charmed I am by their complexity. Gut, lassen wir es. This city is one of many areas I created out of a desire to understand, to know humans. It's grand, don't you think? Almost spiritual. And yet, it's currently nothing more than an android graveyard. I seek to learn and adopt all facets of humanity. Hast du mir gerade eine Wand ins Gesicht gehauen? Others, family. Only then did I realize the truth. The core of humanity is conflict. Komm, hör auf zu reden, sonst stirbst du gleich. Steal, kill. Adam. This is humanity in its purest form. You know nothing about humanity. Bist du mein Kleiner? Have I offended you, little android? Did I speak ill of your beloved humans? The truth can be so painful. I strive to attain nothing less than the essence of humanity itself. We machines exist in a connected network. We are immortal, invincible. And yet, within all those infinite bits of data, there exists not even the merest flicker of being, of life. Ja, man kann ihn halt nicht töten, bevor er nicht zu Ende gequatscht hat. Has no meaning to us. Tja, jetzt geht's ab. Thus I have severed my connection to the network. Now, let us embrace death. Du bist so doof, ehrlich. 2B hat mit dir echt den Boden gewischt und du trennst ernsthaft deine Verbindung zum Netzwerk, also... willst du nicht mal einen HP-Balken kriegen? Das überspringen wir jetzt auch einfach mal. How I enjoy this. Come to me. Oh, die Mucke ist so geil, ey. Mann, der Kampf war echt spitze, ich sag euch das. Ich halt mal kurz meine Fresse. Hört einfach nur mal hin, was hier ist. Hier wäre voll die geile Action jetzt. Wäre er nicht so furchtbar schwach. Oder ich so furchtbar stark. Na, Keule. Komm, mach doch mal was Spannendes.
Was anderes vielleicht. Nope. Nicht mal vielleicht. Nope. Puff. Na, hat das wehgetan? Zeig mal deinen HP-Balken. Oh, er hat keinen HP-Balken. Da kann ich ja drauf einmeschen. Ist ja schön. Ups, er hatte doch einen HP-Balken. Guck mal, wie sehr er das genießt. Er weiß gar nicht, was er empfinden soll. Er weiß nicht, ob er Angst haben soll oder ob er sich freuen soll. Völlig überfordert. So dark. So cold. Arme Kreatur, wirklich. You have my sympathy, Adam. Nines! Nines! Er liegt da immer noch, stell dir vor. Ja, genau. Schlag noch mal ein. Ah, ich wollte drauf springen. To be. Come on. Let's go home. Kriegst du eigentlich gar kein BH? Habe ich jetzt gerade nicht laut gefragt. Oder? Ich weiß es nicht. Ach, ich finde das so lustig, dass die Rollen umgekehrt sind, dass 2B einfach mal die krasseste Kampfsau ist und auch noch größer ist als 9S und 9S eher der kleinere ist von den beiden. Finde ich super, finde ich grandios. Die Idee ist einfach großartig. 9S really went through hell. You're the boss. You want him sent up to command body and all? I'll make it happen. Thanks. Oh, what? Nothing, just you've never been much for gratitude, you know? Not that I mind or anything. Oh, I also have a message for you. Command needs you to contact them ASAP. Got it. Wie denn? This is 2B. Patch me through to the command. Achso, sie macht's von allein. Oh, hey, okay. 2B. Roger that. Give me just a second here. 2B, good job destroying that machine. Upon further analysis, we learned that the machine, codenamed Adam, was responsible for managing half of their entire network. A disruption of this magnitude to their network should weaken the machine significantly. What's going to happen to 9S? He'll undergo a full data overhaul up here. Assuming we don't encounter any problems, we're planning to partner him with you again. Thank you. In the meantime, I have another mission for you. I've mailed you the briefing. Go ahead and take a look. Understood. Ich habe aber keine Lust, E-Mails zu lesen. Das weiß ich, du fliegende Blechdose. Posteingang. Quatsch. 2B. Kommandantin, die Zerstörung von Codename Adam war ein empfindlicher Schlag für das Netzwerk des Feindes. Glaubst du? Ich habe bereits bestätigt, dass zahlreiche Maschinenwesen als Folge vom Netzwerk getrennt wurden, wodurch wir bei beiden nicht mehr verbunden sind. Bedeutet dies, dass sie keine Bedrohung mehr darstellen. Es ist höchstwahrscheinlich, dass sie unsere Operation bei den stören werden. 2B, ich möchte, dass Informationen über die Maschinenwesen sammeln. Melden Sie sich bei mir, soweit Sie Maschinen... Kommandantin. Signing out. Schnell speichern. Tschüssi. Analyze current trends among the machines. Tja, da gibt's nur eine. Me, this is going to involve a lot of killing. Oh. Proposal. Procure information Steh auf. Of a machine life form known as Pascal. Schneller. I suppose he might know something. Pascal. Can you hear me? Oh, hello, 2B. Do you need something? I need to know if you've seen any new trends or behaviors among the machines. New trends? Well, 2 days ago, I was contacted by some machines that disconnected themselves from the network. Was kann dieser Scheiß-Elch eigentlich? No kidding. Apparently, they're seeking to form an alliance of some kind with our village. If that's what they want, why don't they move in? I believe they're working on building a colony of their own. You don't say. Indeed. Apparently, it's located in the abandoned factory.
I can give you the coordinates if you'd like. Please. I was actually planning to go speak with them myself, you know. Maybe we can meet up over there? Sounds good. Ach, wir müssen gar nicht zu Pascal. Stimmt. Jetzt habe ich mein Elch vor die Wand gefahren. Mano. Na gut, ich bin zu Fuß auch nicht gerade langsam. Außerdem kann der Elch bestimmt die Brücke gar nicht hoch. Jetzt erleben wir eine höchst verstörende Quest. Als ob der Kampf eben nicht schon verstörend genug war. Es geht jetzt noch verstörender weiter. Die Bedeutung des Ganzen ist schwer zu begreifen, wenn man nicht die folgenden Kapitel spielt, die sich noch erst freischalten. Deswegen kann ich einfach nicht genug betonen, dass das Spiel noch lange nicht zu Ende ist, wenn man mit 2B durchgespielt. Ich kann es echt nicht genug betonen. Ich habe wirklich Angst, dass es den einen oder anderen gibt, der sagt, das wird jetzt aber ein kurzes Spiel. Nee, die sind aber vorbei jetzt. Das war das Geld nicht wert. Könnte ich echt ins Gesicht schlagen. Nein, es ist noch lange nicht vorbei. Mano. Hört mir denn keiner zu? Was glaubt ihr, wo die ganzen Kostüme herkommen? Den ganzen Firlefanz, den man freischaltet? Das kriegt man erst mit den ganzen Kapitels. Muss man was tun für. Es gibt nicht umsonst. So. Wir wollen uns also mit Pascal treffen. Die Fabrik werden wir noch häufiger aufsuchen. Aber ich glaube nicht mehr mit 2B. Ich meine, das ist das letzte Mal, dass wir jetzt hier rein müssten. Danach geht's woanders weiter. Hola, Pascal. Wie geht's? Hello. Are you ready to go? The machines you see to form an alliance with my village are hiding out here. Still, you should probably be careful. We machines can be rather unpredictable. Even you? In truth, yes. Now that we're cut off from the network, we no longer share data with each other. We can speak, of course. But I find that language contains many ways to hide one's true intentions. Das hast du genau richtig verstanden, Pascal. Es geht los. Ich kann nicht laufen. Aha, ist das so. Priester, kannst du dich auch ein bisschen schneller bewegen? Ich gehe einfach mal vor, ja? Fuck. Ist ja gut, ich komme zurück. Meine Fresse. Das ist ja wie ein Kurator in der Bibliothek. Du, Alter, beeil dich. Nicht, dass der Priester da vorne stirbt. Ne? An Altersschwäche. Weil du so lange brauchst. Hui. Mach zu die Tür. Ich komme alleine klar. Danke. So why are you still here? Well, I brought you this far, didn't I? It's my duty to see this through to the end. Appreciated. Pascal, du zerstörst meine Sicht. Irgendwie will ich dich nicht im Bild haben. Hallo Jungs. Wenn ihr mich noch weiter aufhaltet, dann stirbt der Typ wirklich an Altersschwäche. Was ist das? Sobald ich Gott mein Herz eröffne, empfange ich Gelassenheit. Oder was hat er gesagt? Was hat der andere noch gesagt? Das war auch relativ wichtig. Ich habe nur darüber gequatscht, weil hier ständig einer reden muss, Mann. Beeilen wir uns. Ja, ist ach was. Okay, Kupfer, brauche ich nicht. Naturkautschuk, ganz wichtig. Silbererz. Pff. Mist, die erste Botschaft, die sie uns gesagt haben. Darüber wollte ich mit euch schwadronieren, aber gut. Lassen wir den alten Mann nicht lange warten. So, Opa, wir sind da. Komisch, seine Augen leuchten gar nicht. Peace Treaty?
Ich war es nicht. Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. His wondrous grace has become a god. Become a god. His wondrous grace has become a god. Become a god. We as well shall become as gods. Become as gods. We as well shall become as gods. Become as gods. All of you shall become as gods. Become as gods. All of you shall become as gods. Become as gods. All of you shall become as gods. We'll all die together and become as gods. Oh boy, Jungs. Ich mach euch zu Göttern. Schneller, als ihr gucken könnt. Ja, eine Abfahrt! Juhu! Oh, Destiny Warriors, Baby! Nein, das checken wir jetzt nicht aus. Und Tobi, erzähl doch dem Bunker nicht, dass wir hier so viel Spaß haben. Bist du bescheuert? Naja, wollen die was abhaben von meinem Loot. Become a God. Es passiert nichts, wenn man sie tötet. Es passiert auch gar nichts, wenn man sie nicht tötet. Ich habe sie auch umgelegt, als ich das erste Mal hier war. Es ist ziemlich einfach. Also die meisten von denen sind echt passiv. Aber Erfahrungspunkte gab es hier, alter Schwede. Und die Musik ist so geil. Oh, ich liebe diese Kampfmucke. Kann man gar nicht aufhören zu kämpfen. Hör doch mal hin! Hör doch mal hin, wie geil das ist! Karl, steh nicht im Weg mit deinem dummen Gesicht. Da oben ist eine Truhe, die dürft ihr nicht vergessen zu öffnen. Boah. Totaler Overkill. Oh Gott, das ist so geil. Hört euch das an, sie haben Become as Guards da reingemixt. Wie geil ist das bitte? Hier noch jemand kämpfen? Schade.
Gott, diese Perspektivenwechsel und diese geile Musik, ey. Na, genießt ihr das gerade auch so wie ich? Ich bin gerade ein bisschen egoistisch und halt meine Fresse, weil das einfach, es ist einfach so geil.